So, willkommen heute zurück zu einer weiteren Folge von Path of Exile. Jetzt geht es erstmal weiter im ersten Akt mit den, ja, als nächstes mit den Bossen Richtung Brutus ins Gefängnis. Und ja, erstmal muss ich noch ein paar Belohnungen abholen, weil ich habe für den Dweller noch gar nicht meine Belohnung bekommen. Kriege ich gleich noch einen Passive Skill Point dazu. Und ja, das war's aber dann auch schon wieder. Also, dann gleich auf in Declimb und von Declimb geht's dann weiter. So, dabei auch gerade noch mein Skill Tree angepasst, weil der erste Weg führt mich ja wieder dann hier runter über, ja, wo geht's lang? Da unten, einmal quer hier rüber. Da hauen mich schon die ersten aus den Socken. So, jetzt habe ich hoffentlich Ruhe, hier meinen einen Skillpoint noch zu vergeben. Genau, da habe ich nämlich schon den ersten Knoten für Life Regeneration. Mal gucken, wie viel ich aktuell habe. Life Regeneration 5,6 und jetzt noch 1% dazu. 7,6. Naja, nicht viel, aber ein bisschen. Soweit dann bis Level 10 bisher, wo es jetzt weitergeht. Also auf zu den Bossen und mal sehen, was ich sonst noch so Interessantes erlebe, was ich jetzt noch für das Video dann drin behalten werde. Oh, ein stehendes Schwert. So, da ist jetzt dann auch der Boss für die Area im Iron Point der Forsaken und hatte jetzt nicht viel zu geben. Ah ja, Navali ist ja auch hier in der Ecke und gilt zu befreien. Ja. Ah, The Faun ist natürlich noch ein zweiter Bossgegner aufgrund der Gefangenschaft von Navali. Oh, da ist noch eine Breach, meine zweite, beziehungsweise die erste heute. So, mal gucken, was ich da jetzt genau anstelle. Ansonsten sind hier nämlich keine Monster mehr vorhanden und gut. Kommen die eigentlich automatisch alle zu mir? Das heißt, muss ich nur hier stehen bleiben und die erledigen. Collapsed Hand. Ah, das war so eine Art ja, also die Collapsed Hand war dann so eine Art Schatzkiste. Okay, hier ist der Boss für die Area. Ah, Shadowbones. Hat er sich in der Ecke versteckt? Also dann, auf zu Brutus. Okay, das war's schon. Ha, gleich am Anfang der brennende Löwe. Ja doch, Löwe.
Goldener Bogen. Verdammt, wieso hat denn das Ding nicht funktioniert? Ah, der erste Splinter. Wir sind ja schon die ersten zwei. My mana is gone. Ach, und das ist so ein Strange Charm. Dann bin ich jetzt mit der Allflame auch schon fast durch. Nur noch einsammeln. So, jetzt noch der Fight mit Fairgraves und dann geht's weiter. You were a good man in a bad situation, Fairgraves. My mana is gone. Und schon die erste Tochter von Merville. So, da ist auch schon das Ende der Wahl-Area. Da dürfte dann, glaube ich, auch so ein wieder Deep Dweller hier rumstehen. Und dann kann ich auch gleich meine erste Challenge abschließen. Da ist er schon. Mother of the Hive. Vor allem, dass sie natürlich Unsterblichkeit gibt. Okay, hat die aber nicht viel benutzt. So, und die erste Challenge abgeschlossen. Und die zweite Tochter. Also, auf in den Merville-Kampf. Naja, richtig. Zwei Erscheinungsformen. My mana is gone. Okay. Your love for a man. That's what did this to you, Merville. So, damit ist letztlich der erste Akt auf jeden Fall schon mal abgeschlossen. Und da ist schon Gneist, der Boss für die Area. Naja, viel war das nicht.
So, schon wieder ein Bosskampf. Diesmal ist er zumindest da. Letztes Mal sah es ja so aus, als wäre gar kein Boss da. Aber wahrscheinlich einfach, weil ich ihn schon aus der Ferne besiegt hatte. Over here, Exile. Ja, ja. Tora kommt dann direkt zur Höhle. Okay, da ist Mr. Boss. My mana is gone. Der ist jetzt wieder hingebeamt. Kriege ich den gar nicht mit, wenn er jetzt noch besiegt wird. Doch, da ist er noch. Lebt noch. Oh, und das White Beast ist auch schon da. Wird aber nicht allzu schwierig sein, wie es aussieht. Hier ist auf jeden Fall der Bossgegner für die Area. Teilt auf jeden Fall ordentlich aus. Und der zweite Bossgegner. Sind zwei in der Area. Ah, da ist schon Black Death. Aber auch sie hat gegen Gift nicht viel einzuwenden, viel entgegenzusetzen. So, das zweite Trial of Ascendancy. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob der Blink Arrow hier funktioniert. Ups. Ne, scheint nicht der Fall zu sein. Doch. Cool. Das ist nur die Frage, wie man den am sinnvollsten nutzt. Okay, aber solche Sachen kann ich nicht überwinden. There is a fine line between consideration and hesitation. The former is wisdom. Oh, da ist eine Invisible Breach.
Sollte ich mich auf jeden Fall hinbewegen dann, sobald ich die Breach auslöse. Also dann auf die Breach zu öffnen und dieses Ding da irgendwie zu aktivieren. Na los, komm, noch ein Stück. Ah, da ist noch eine Helmhand gewesen. Oh, verdammt. Aber immerhin mehrere Splinter. Es fehlen die Fidelitas. Hat aber auch nicht lange. Ja, in der ersten Schwierigkeitsstufe ist das alles noch relativ leicht. So, Solmon ist der Bossgegner für die Area. Und wenn ich das gerade richtig gesehen habe, gibt es hier mindestens zwei Breaches. Weil hier ist jetzt der nächste und da oben war noch einer. Oh, mein erster Roach Exile. Viel hat er nicht da gelassen. Also zumindest nicht mal was Goldenes. Also dann mal los mit der ersten, mit dem ersten Breach und mal gucken, ob ich dann zumindest einen Doppelbreach hinbekomme. Mit den anderen zwei weiter unten. Da ist eine Collapsed Hand. Die wird schon langsamer. Da ist noch eine. Oh, nein, nein. Oh, schade. Da kam irgendein großes Monster. Naja, jetzt habe ich ja noch die Chance mit zwei weiteren Breaches. Mal gucken, ob das Monster dann irgendwie schneller unten auftaucht. So, am besten ich fange mit dem unteren an und laufe dann zu dem oberen. Oh, da ist ja gleich schon einiges los. So, mal gucken, ob ich jetzt den zweiten gleich aufbekomme. Ich glaube, der andere ist schon zugegangen. Ah, der geht gar nicht aus, während der andere noch aktiv ist. Okay, man kann also nicht mehr auf einmal öffnen. Gut, dann kommt jetzt der letzte. Der dritte in dieser Area. Da ist auf jeden Fall dieser Boss-Crusher von vorher. Okay, viel hat er jetzt nicht da gelassen. Da ist noch eine Collapsed Hand. Ah, verdammt, die da drüben erwischt. Oh, da war noch eine Collapsed Hand. Das kann ja nicht wahr sein. Oh, schon wieder ein Roach Exile. Killer Roach Witch, jawoll. Da ist der Bishop.
Und schon ist er aus den Latschen gekippt. Ah, schon die erste Challenge abgeschlossen mit 500 Beachmonstern. Also, beziehungsweise die nächste Challenge. Okay, wo bleiben die anderen? Mehr Monster. Oh, da ist noch eine Hand gewesen. Ha, die habe ich noch gekriegt. So, jetzt kommt Gretchen dran. Soweit erstmal für diese Folge. Beim nächsten Mal geht es dann weiter im Akt 2 mit der linken Seite und dort die verschiedenen Aufgaben zu erfüllen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!